Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is, one person can matter. Just look what ideas can become. Hallo, ich bin Dominique von Mehr Stempeln. Ja, und ich habe heute ein kleines Technikvideo für dich vorbereitet. Ich habe mich nämlich endlich mal den Prägefoldern gewidmet und habe da ein bisschen experimentiert und ich bin richtig in einen kleinen Rausch verfallen, wie du vielleicht siehst. Ich habe da ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und ich habe jetzt hier mit der Prägefor Meeresgrund habe ich gearbeitet und ich habe jetzt extra auch nur eine genommen, dass du einfach mal sehen kannst, ja, was man nur mit einer Prägeform alles für verschiedene, ich sag mal, Designmöglichkeiten hat. Und kurz erklärt, vorweg kann ich schon mal einmal sagen, also so eine Prägeform, falls du sie noch nicht kennst, dafür braucht man auf jeden Fall eine Stanz- und Prägemaschine, dass man das einmal durchkurbeln kann. Und da gibt es dann zwei Seiten. Also es gibt einmal die, mal gucken, ob ihr es sehen könnt, die erhöhte Seite, so gesehen, wo das Motiv nach außen kommt. Also das merkt ihr auch richtig, dass es hier einmal nach oben gewölbt ist. Und einmal die Seite, die nach innen geht. Und dadurch hat man eben noch viel, viel mehr Möglichkeiten, schöne Designs zu machen. Und ja, ich habe jetzt hier ganz, ganz viele verschiedene, also dass für jeden auch was dabei ist, ja, was man einfach mal ausprobieren kann. Hier auch nochmal, hier ist es dann ein bisschen nach innen. Und ja, hier ist es nochmal einmal, ich sag mal so als negativ, ist es auch nochmal. Und ja, nochmal was richtig schön farbenfrohes, also von den Farben kann man natürlich näher abweichen. Genau, ja, und nochmal was ganz Edles. Ja, und die verschiedenen Designs und Möglichkeiten, die würde ich dir jetzt gerne einmal zeigen. Genau, los geht's. So, und wir starten auch einmal mit dieser Prägeform. Wir nehmen uns jetzt einmal das Stempelkissen und die Prägeform. Und hier nehmen wir uns jetzt das nach oben gewölbt, also die nach oben gewölbte Seite. Und gehen jetzt komplett einmal mit dem Stempelkissen rüber, sodass einmal alles komplett benetzt ist. Und dann nehmen wir uns gleich einmal unseren Aufleger. Da müsst ihr mal schauen, welches Maß ihr da wählt. Ich arbeite ja zum Beispiel gern mit 13,85 x 9,5. Und dann geht das Ganze einmal durch die Prägemaschine. Dann drückt ihr das nochmal ein bisschen schön an. Fertig ist auch schon das Motiv. So haben wir das praktisch einmal umgedreht, dass das nach außen gewölbte innen ist. Ja, sieht doch ganz nett aus, oder? So, und als nächstes zeige ich dir jetzt diese Variante, wie das Ganze funktioniert. Ja, und bei diesem Motiv ist es jetzt einmal genau andersrum. Wir nehmen jetzt nämlich die nach innen liegende Seite und gehen da auch einmal wieder rüber mit dem Stempelkissen, so dass alles wieder einmal schön benetzt ist. Und dann, wie gehabt, geht ihr gleich einmal wieder mit der Standardkarte, die ihr euch dann zugeschnitten habt, beziehungsweise den Aufleger, einmal vorsichtig rauf, klappt es zusammen und dann geht das Ganze noch mal einmal wieder durch die Prägemaschine. So, und da ist einmal das Ergebnis. Genau, es ist komplett einmal dann wieder, sag mal, das Negativ. Da ist es nach außen gewölbt, das Weiße. Ja, sieht auch hübsch aus. Und nun möchte ich euch einmal zeigen, wie ich das hier einmal gemacht habe. Für diese Technik bereitet ihr euch einmal den Aufleger vor. Der geht einmal ganz normal durch die Prägemaschine durch. Und genau, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Fingerschwämmchen. Und dann fangt ihr am besten einmal mit der dunkelsten Farbe einmal an und geht ganz, ganz vorsichtig ja, über die nach oben gewölbten Motive einmal rüber. Das ist auch nicht schlimm, wenn ihr da ein bisschen, sag mal, rüber malt. Also da müsst ihr es einfach mal ausprobieren. Und ja, ich sage mal, wenn es daneben geht, kann man es immer noch mal umdrehen, dann hat man noch eine andere Seite. Genau. Aber da erst mit der dunklen Farbe einmal rüber, sodass wir alles einmal getroffen haben. Und dann nehmen wir auch uns die nächste Farbe. Ich habe jetzt hier einmal das Babyblau
und gehe jetzt hier einfach nur so zwischendrin einmal durch. Also das seht ihr nachher auch einfach, dass das ein bisschen schattiert ist. Also keine Angst haben, einfach vorsichtig rantasten und dann mit der Zeit merkt man das auch vom Aufdrücken, so dass einfach nur ein bisschen Schattierung mit drin ist. Und das Ganze machst du dann so lange, so wie es dir nachher gefällt, bis du so zufrieden bist mit deinem Ergebnis. Und dann habe ich mir jetzt einmal das Kirschblüte gewählt, das Stempelkissen. Und ich finde, das Kirschblüte, das macht so einen kleinen, ja, ich sag mal, Sandeffekt. Das sieht dann so richtig aus wie so ein bisschen Meeresgrund. Und hier gehst du auch einfach nur mittendrin einmal ein bisschen durch und verteilst das ein bisschen. So bist du nachher zufrieden bist mit dem Ergebnis. Und als letztes nehmen wir uns jetzt noch das Stempelkissen Heideblüte. Und hier empfehle ich dir auf jeden Fall vorsichtig zu sein, also da auf jeden Fall langsam rantasten, weil das doch sehr intensiv ist vom Farbton. Also da nur vorsichtig aufdrücken und dann arbeitest du dich auch einfach ein bisschen ins Papier rein. Einfach ein paar kleine Akzente setzen. Und wie gesagt, wenn es mal nicht so aussieht, wie es aussehen soll, dreht man es einfach um. Ja, und fertig ist das Ergebnis. Sieht doch auch schön aus, oder? Und jetzt folgt diese schöne, farbenfrohe Variante. So, und bei dieser Technik, da habe ich jetzt einmal die Technik angewendet von dem grünen Apfel, von dem ersten Video, was ich euch gezeigt habe. Da habt ihr einmal die erhabene Seite, also die nach oben gewölbte so gesehen. Und da geht ihr mit dem Pazifikblau, geht ihr da einmal ja, rüber, geht es, dann legt ihr das Ganze durch die Prägemaschine durch und ja. Jetzt könnt ihr es so gesehen noch mal einmal ein bisschen kolorieren. Und ja, hier habe ich jetzt einmal das Sahara Sand genommen, so gesehen als Grundbasis, dass das so ein bisschen den Sandeffekt hat. Ja, aber hier kann man auch wunderbar einfach mal testen. Und danach bin ich dann einfach nur noch einmal mit Osterglocke einmal rübergegangen und ja, habe hier so ein paar kleine farbliche Akzente noch gesetzt. Und so haben wir dann einmal eine, sag mal, farbenfrohere Variante. Aber hier ja, empfehle ich dir auf jeden Fall einfach mal zu experimentieren, was für Farben so zusammenpassen. So, und ich finde es immer schön, so 2 bis 3 Farben, also 3 lieber. Dann hat man so ein bisschen ja, Abwechslung auf jeden Fall im Motiv nochmal drin. Hübsch, oder? Jetzt kommen wir noch einmal zu der edlen Variante mit der Embossing-Technik. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass du das Ganze auch noch embossen kannst. Und hier fange ich jetzt auch wieder an, dass wir wieder mit der nach oben gewölbten Seite anfangen. Und zwar gehst du da auch einfach nur mit dem Versamark-Kissen einmal komplett drüber, dass du es einmal schön benetzt hast. Und nimmst dir danach dann einmal deinen Aufleger und kurbelst das Ganze durch die Maschine durch. Und hier ist es ganz wichtig, dass du da auf jeden Fall zügig arbeitest. Weil sonst nachher der Kleber, also die Versamark-Tinte antrocknet. Und dann gehst du ganz normal wie gewohnt einmal rüber. Und falls du jetzt das Embossing noch nicht kennst, ich habe dazu auch noch ein kleines Video gedreht, das kannst du dir ja sehr, sehr gern auch nochmal anschauen. Ja, dann wird das Ganze nur geföhnt mit dem Embossing-Föhn und dann hast du diesen tollen Effekt erzielt. Und ich denke, mit etwas Farbe kann man natürlich auch noch tolle Effekte erzielen. Und zu guter Letzt folgt natürlich jetzt nochmal, ich sag mal, das Negativ an sich, nochmal die andere Variante.
So, und für die letzte habe ich das Ganze jetzt schon mal einmal wieder vorbereitet, also einmal so gesehen trocken durch die Prägemaschine durchgezogen und gehe jetzt hier einfach nur vorsichtig einmal ja, über die nach oben gewölbten Motive einmal rüber. Also da wirklich nur vorsichtig einmal lang tupfen. Gibst du wie gewohnt dein Pulver einmal rüber, einmal schön verteilen. Und falls dir das jetzt wie mir hier gerade passiert ist, dass du da ein bisschen zu viel Kleber aufgebracht hast, da kannst du das ganz einfach mit dem Pinsel noch mal ein bisschen wieder abmachen. Ganz zum Schluss sieht das Ganze dann so aus. Und das könntest du theoretisch jetzt auch, wenn du möchtest, noch weiter verarbeiten und noch ein bisschen Farbe mit reinbringen. Auch schön edel, oder? Ja, ich hoffe, dir hat dieses kleine Video gefallen. Ich habe jetzt hier nochmal eine fertige Karte für dich. Ich habe jetzt hier auch noch ein bisschen Wing of Stella benutzt, falls du das sehen kannst. Das funkelt jetzt nochmal richtig schön. Also hier braucht ihr auch wirklich nicht viel, also einfach nur einen kleinen Spruch, vielleicht noch ein kleines Accessoire mit drauf und fertig ist auch schon die Karte. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich wünsche dir super viel Spaß auch beim Ausprobieren. Und falls dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da oder auch gerne einen Kommentar da, würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, falls du Lust hast, abonniere natürlich sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!